ganz schön viele Wachen für eine Zeremonie. So sehen die meisten Orte aus, nachdem Arno dort gewesen ist. Er ist weder die Zeit noch das Vertrauen wert. Er war nicht immer so. So ist es. Und willkommen zurück. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Aber echt. Das Licht ein. Jawohl. Ist das schon wieder die falsche Stelle hier? Hier vorne. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Seid etwas krass. Jetzt kommt doch bestimmt der Kerl hier. Rauch? Was ist hier los? So einfach. Und der Kerl jetzt hier gleich wieder hochgewatschelt kommt, der andere. Schreie ich ein wenig. Na gut. Hä? Ist nichts. Hey, der Graf will keine Soldaten im Heiligtum. Klappt immer. Kapiert? Das wäre ja ein Sakrileg. Der Sohn braucht Ruhe, keine Waffen. Hey, da oben ist Loot. Was ist bloß mit mir los? Schau mal, bei der Wache da mit der Rüstung, die hat hinten auch wieder diese tolle Markierung dran, wenn ich da drauf schieße, dass die Rüstung abfällt. Ich glaube, wir müssen da links rum. Das heißt, hier vorbei, da hoch. Aber dann haben wir echt das Problem mit den drei Leuten jetzt hier insgesamt. Wenn ich jetzt da... Wo soll ich das Feuer legen, wisst ihr? Wie soll ich die Oschis ablenken? Da oben rum und dann hier Feuer machen, oder? Sophia, hast du während deines Besuchs etwas über den Orden erfahren? Nein, nur über den Sohn, die Mutter und den Vater. Vielleicht, weil er zu alt ist. Vielleicht. Okay. Was war das? Nix, gar nichts. Nee. Ist jetzt echt die Frage, wenn ich das anzünde, wo ich gerade herkomme, könnte ich an den Loot kommen und dann da hoch? Ja, wir probieren das mal, ne? Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Hä? Rauch? Was ist hier los? Es funktioniert. Viel zu einfach. Ich habe mich gerade dafür entschieden, dass der Loot mir scheißegal ist. Ich sehe niemanden. So, jetzt werfen wir mal ein Steinchen. Das klang verdächtig. Ich drehe eine Runde. Er nicht? Ich dachte, der geht eventuell mit. Da war nichts. Es ist fast soweit. Ich sperre das Tor ab. Oh, sieht das schön aus. So viel zu unserem Besuch. Nein, nein, wir waren so nah dran. Die Aussicht ist ein kaputter Turm. Können wir da hochklettern? Ich glaube, es gibt auch Treppen. Könnte ein verlassener Zugang sein. Gut gesehen. Versuchen wir es. Ich glaube, dieser Turm war gemeint. Es stand da zwar ganz kurz ansehen, aber ich kam nicht rechtzeitig dazu, anzusehen. Wie kommen wir da hin? Da vorbei. Okay, der läuft jetzt da lang. Wir müssen mal ganz kurz gucken, was hier Blechheini da macht. Wäre es nicht am einfachsten gewesen, als Gäste des Grafen zu sagen, hey, können wir da vielleicht hin? Gras zu verbrennen. Nein, nicht du, der andere ist gefragt. Komischer Rauch. Los, es funktioniert. Hat nicht funktioniert. Weiß nicht. Wehe, das passiert zum dritten Mal. Hm.
Wie mache ich denn das wir jetzt? Schaffen das. Ich weiß die nicht wie. Sind bestimmt von der Zeremonie abgelenkt. Was ist das für eine Zeremonie? Gute Zeremonie. Frage. Das sehen wir, wenn wir da sind. Fangen wir das Licht ein. Hm? Ah, jetzt endlich der. Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Einfach. Ich habe jetzt Angst, dass da gleich Alarm schlägt. Wehe, das passiert zum dritten Mal, hieß es gerade eben noch. Zweifeln auch. Na gut, mal wieder geirrt. Mal wieder. Da ist die Tür. War noch ein Soldat? Nee, ne? Los, hoch da. Das war dezent knapp, ne? Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. So. Ah, wir bleiben geduckt. Wir schaffen es, Freunde. Wir sind gleich da. Mhm. Bitte Speicherpunkt, bitte Speicherpunkt. Jawohl. Oi. Ja. Wie geht's dir, Hugo? Ich geh jetzt erstmal runter. Ein bisschen komisch, aber gut. Ich bin mir sicher, dass im Berg was ist. Ich spüre es auch. Und ich vertraue euch beiden. Ich habe wieder so viel Werkzeuge gefunden. Mal sehen, was ich kann alles bauen, was nur irgendwie denkbar ist. Ich bin. Chef. Ich reg mich nicht auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt raus sollen oder eine weitere Etage hoch sollen oder. Weiß es überhaupt nicht. Also wenn wir da rausgekommen wären, wären wir in die Richtung marschiert. Prinzipiell nicht schlecht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier lang müssen. Hört her! Es ist fast soweit! Versammelt euch bitte! Der Graf und die Gräfin! Wir kommen wohl rechtzeitig. Hier geht's runter. Aha. Wir warten noch auf einige Nachzügler. Ja. Kommt in der Zwischenzeit ruhig näher. Nachzügler? Das sind wohl wir. Was sollen wir jetzt tun? Wir überlegen uns was. Wir warten noch auf einige Nachzügler. So nach dem Motto, hey, hier sind wir, guten Tag. Ich will noch mal ganz kurz was gucken. Ich bin etwas irritiert darüber, dass wir hier hoch konnten. Kletter hoch. Und da irgendwie nichts war, weil wir hätten ja da unten auch, so wie ich jetzt zurückgelaufen bin, ich habe das Gefühl, ich hätte hier oben irgendwas übersehen. Vogelnest, da sagt er gar nichts zu. Kann ich das? Nein, ich kann hier gerade nichts machen. Ich kann hier nichts benutzen. Wir müssen springen. Ja. Ich kann hier. Ich kann hier keine. Ich lass mich mal entdecken. Ich bin mal gespannt, was dann passiert. Aha, nichts. Freunde und Kinder, heute feiern wir den längsten Tag des Jahres. Das Licht der Sommersonnenwende scheint ein weiteres Mal auf uns. Und doch, hier in den kalten Fluren, versteckt vor der Sonne, liegt der Sohn der Glutasche im Schlaf. Es wird Zeit, die Flamme des Phönix, der Phönix, mit seiner Asche zu verarmen. Das ist ein Vogel. So beweisen wir, dass wir würdig sind, über ihn zu wachen. Als Mutter? Und als Vater. Lasst uns beten, bevor wir hineingehen. Kommt. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass die dunkle Seite des Ordens aufgedeckt werden wird. Aha, die Masken. Wir tarnen uns einfach. Was denkt ihr? Gewagt, aber glaubhaft. Hey, verkleiden wir uns? Das
Ist doch mehr als auffällig. Die kennen uns. Ah, okay, okay. Da fragt niemand, wer wir sind oder so. Oder warum jetzt da mehr Leute sind als vorgesehen. Öffnet Herz und Geist. Denn nun erzählen wir seine Geschichte. Damit sie nie in Vergessenheit gerät. Was sollen wir machen? Wenn wir dran sind, folgen wir ihnen und tun, was sie sagen. Sie dürfen uns nicht erkennen. Ja, los. Und wo hat unsere Schmugglerin jetzt das Kind an der Hand her? Oder ist sie zurückgeblieben? Ne, wir waren doch gerade zu dritt in Roben da rausgekommen. Wow. Amicia, sieh mal da oben. Das Symbol des Ordens. Dieser Ort gehört also Ihnen? Vor langer Zeit kam in diesem Lande ein Kind zur Welt. Die Sonne segnete sein Herz und vererbte ihm die alles beherrschende Flamme. Der Sohn des Feuers ward geboren. Was? Seine Flamme erhellte die Welt. Er segnete sie mit seinem Duft, seinem Lachen, seiner Freude. Ausgerechnet Lacuna war seine Heimat. Ein lebendiges, friedliches Land. Ein Ort der Heilung, der Entfaltung. Lacuna wurde zur Wiege des Lichts. Doch Licht zieht das Böse an. Und das Böse kennt keine Gnade. Kommt. Ist er hier? Ein Kind auf einem Thron, in einem Ordenstempel. Das ist er, der Sohn der Glutasche. Nehmt neben uns Platz. Gibt es das Kind des Lichts und das Kind der Dunkelheit? Und haben wir das Kind der Dunkelheit hier gerade am... Das Bild. An der Hand. Das ist der Träger der Makula. Knie bitte nieder. Dieses Gemälde war zu Hause in Mutters Labor. Das Böse fand den Sohn in eben jenen Hallen. Es zehrte von seiner Flamme, schwächte sie. Tiefschwarze Narben zeichneten seine Haut. Die Wärme seiner Mutter erlosch. So schwand sein Licht beinahe vollständig. Und aus dem Sohn des Feuers wurde der Sohn der Glutasche. Gott. Dunkle Zeiten brachen an. Er wurde vergessen, doch nicht von uns. Diese Flamme ist der letzte Funken seines Lichts. Unsere Hoffnung. Und nun werden eine Frau und ein Kind sie durch die Nacht tragen. Natürlich wir. Ihr. Eure Köpfe sind geneigt. Diese Demut ehrt euch. Ihr werdet seine Flamme durch die dunkelste Stunde führen. Nehmt sie. Ihr werdet in seine Fußstapfen treten, die Kälte unter der Haut spüren und in der Finsternis versinken. In der Ungewissheit. Ihr werdet durch die Augen der Mutter sehen, wie der Sohn stirbt. Ihr werdet Opfer und Zeuge zugleich. Erhaltet diese Fackel unbedingt am Leben. Die Träger wurden auserwählt. Nehmt Platz. Was sollen wir tun? Wir müssen mitspielen. Gehen wir rüber. Faszinierend. Nehmt Platz. Wohin? Geht und bringt ihm das Licht. Alles klar. Vieles steht auf dem Spiel. Ist das der Teich am Ende? Mit der Heilung? Das ist so unwirklich. Die Fresken, die Seuche, die denken, dass der Tod des Sohns sie ausgelöst hat. Das Rattenköpfe? Ein bisschen groß dafür, aber... So kalt. Sie wissen also nichts von der Makula? Ich glaube nicht. Sie haben alles nur anders gedeutet und den Träger der Makula zu einem Gott gemacht. Amicia, das Wasser wird die Fackel löschen. Ich glaube, das gehört zum Ritual. In Abwesenheit des Lichts ertrinken. Sind wir am Ende jetzt hier die Opfergabe? In Abwesenheit des Lichts ertrinken? Sollen wir geopfert werden?
Ja, ich werde nichts anderes machen können, als die Fackel löschen. Mir ist kalt. Geschafft. Es wird gleich wieder warm. Es war furchtbar. Du hast es geschafft. Ich dachte, ich ertrinke. Ganz ruhig. Jetzt ist alles gut. Nein, ich habe Angst. Geh weiter. Ich bin bei dir. Angst ist schlecht. Das Böse gewinnt. Jahrhunderte vergehen. Uns erwarten Hungersnot, Krieg und Pest. Er träumt von erneutem Feuer. Mir ist kalt. Ich habe Angst. Es ist bald vorbei. Ihr seid zurück und eure Fackel ist weg. Ihr seid nicht mehr allein. Der Sohn muss seine Mutter wiedersehen. Seine Glut leuchtet im Dunkeln. Ich bin die Mutter, die ihn empfängt. Übergebt sie mir. Gut gemacht. Der Sohn muss wieder aufstehen. Hör mich, Sohn. Ich bin nicht mehr leer, denn deine Flamme lodert in mir. Ich bin die Mutter. Werde zum Phönix. Komm, Sohn des Feuers. Kommt. Blast auf die Flammen. Der Phönix. Es ist der Phönix. Ja, ich sehe ihn. Es ist wahr. Auch wenn der Orden dahinter steckt. Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Hallo, ich bin's. Sophia. Kommt. Ich habe da hinten einen Durchgang entdeckt. Jetzt oder nie? Möge die Brise des Lebens seine Flamme entzünden. Möge die Brise des Lebens. Warum nicht dabei bleiben? Wenn wir da jetzt so verschwinden, fällt das doch auf. Möge die Brise des Lebens seine Flamme. Die werden merken, dass wir weg sind. Erstmal nicht. Wir sehen alle gleich aus. Aber warum? Warum schleichen wir uns jetzt weg? Wir hätten doch noch mehr jetzt erfahren können über den Orden. Ich verstehe jetzt gerade diese Flucht nicht. Aber gut, wir wollen ja den Berg weiter erkunden. Ich habe einen Phönix auf der Tür gesehen, dann den Spalt. Gut gemacht. Sie sind beschäftigt. Gehen wir. Ich nicht zu welchem Werkzeug rum. Eieiei. Es wäre doch... Das ist unglaublich. Sehe ich auch so. Es wäre doch spannend gewesen zu sehen, wie dieser Glaube des Ordens da jetzt weitergeht. Also der Makulaträger. Er lebte hier. Der Sohn der Glutasche? Den Sohn der Glutasche gibt es nicht. Ich erzählte doch vom Ort. Deren Gott. Dieser Ort gehört ihnen. Und das Kind auf den Gemälden ist der Träger der Prima Macula. Die Prima Macula wird ja immer besser. Die Alchemisten nennen sie das erste Übel. Hugo trug sie bereits als Baby in sich. Und sie wächst nun in ihm. Und tötet ihn. Darum geht es an diesem Ort. Die Ankunft des Trägers, der Makula. Der Orden versammelt sich um ihn, studiert ihn. Sie versuchen, die Lösung zu finden. Und die Ratten... Lass mich raten. Krieg, Tod, Krankheit... Und Hunger. Nicht nur das. Die Ratten sind... Egal, sie liegen alle falsch. Es gibt keinen Sohn der Glutasche. Keiner kommt und rettet die Welt. Sie erfanden dies nur und fütterten damit die Hoffnungen. Hört sich für mich nach einer verrückten Fantasie an. Ein Teil davon ist wahr. Der Teil, der ihn retten wird. Der einzige, der für mich zählt.
wollte gerade sagen. Und Elia. Da ist was eingeritzt. Nichts ist anders. Das Wasser ist nicht magisch. Das Wasser. Oh, aus dem heilenden Teich, in deinem Traum. Es ist ein Symbol, wie Mutters Alchemiezeichnungen. Stehendes Wasser ist selten magisch. Hey, komm her. Das ist sein Thron. Und ich glaube, das ist sein Name. Basil? Er war ein Träger, so wie du. Du bist nicht der Einzige. Deshalb träumtest du von all dem hier. Etwas rief dich her, aus gutem Grund. Ich meine, sieh dich doch mal um. Wenn es eine Heilung gibt, dann hier. Und wer ist Elia? Sieht so aus, als ginge es noch weiter, hier hinten. Suchen wir weiter. Kommt, es warten sicher außergewöhnliche Dinge auf uns. Wenn das nicht schon außergewöhnlich genug ist hier, ja. Aber es ist so ein bisschen der Baum, ne? Aus seinem Traum, oder war der noch größer, der Baum? Ich weiß es, ich habe es nicht mehr, den Traum jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen danach aus, nur dass jetzt hier halt der... Oh, du hast doch auch von einem Baum geträumt, oder? Ja, von genau so einem. Der stand damals sicher auch schon da. Basil hat ihn geliebt. Deswegen habe ich davon geträumt. Das ergibt Sinn. Unglaublich, dass das hier real ist. Ja, aber mein Verständnis von real hat sich sehr verändert. Da oben ging es theoretisch weiter, aber... Wir müssen hier nochmal so ein bisschen hin und her gucken. Ja, also es ist im Grunde genommen der Baum. Es ist auch eigentlich dann die Quelle, das Wasser, aber es hat ja nicht geholfen bei ihm. Faszinierend. Okay, da geht es weiter. Ansonsten scheint hier alles durch Schutt und so versperrt, dass wir da die Wege nicht nehmen können. Dann lassen wir uns mal vom Spiel leiten. Wir können hier übrigens nicht sprinten oder so, also ich mache jetzt nicht extra langsam. Was ist das alles? Sind wir die Ersten, die hier reinkommen? Das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, hier ist ja auch immerhin frisch geschmückt, also... Oh, eine Höhle! Stimmt. Sieht unberührt aus. Vielleicht zu heilig für sie? Das ist das Kinderzimmer. Das ist das Zimmer von Basil hier mit Pferd und Kutsche und komplett eingestaubt und so gelassen, wie es war. Oh wow. Hey, weißt du, wessen Zimmer das ist? Das ist Basilius' Zimmer. Stell dir das mal vor. Er hat hier gelebt, hier gespielt. Gesessen, wo du gerade sitzt. Ist das nicht unglaublich? Ja. Und er hat Höhlen geliebt, wie du. Du liebst Höhlen? Ich auch. Er hatte einen Phönix. Ja, vielleicht hatte er auch den gleichen Traum. Was hat er uns noch hinterlassen? Ich würde ja gerne in diese Truhe da reinschauen. Ah ja, guck, wir dürfen hier so einiges uns anschauen jetzt. So ein hübsches Pferd. Genau deine Größe. Er war wohl so alt wie du. Ja. Das war sein Bett. Wie schön. Basilius wurde ja wie ein König behandelt. Vielleicht war er einer. König Basilius. Okay, was haben wir hier? Das sind Leute. Wichtige Leute? Propheten?
Gibt's im Orden Propheten? Die sind böse. Ich glaube, er hat sie mit dem Ball hier abgeschossen. Kann sein. Jungs halt. Ich mag das Spiel auch. Kommt, es geht noch weiter. Okay, hier sind wir dann fertig. In die Truhe dürfen wir nicht reinschauen. Weiter geht's. Wow. Uff. Das Zimmer eines Kriegers. Nicht irgendein Krieger. Seht euch die Form der Rüstung an. Ich. Wow. Okay, warte mal. Erstmal hier schauen und dann... Spielzeuge. Er war hier, um mit ihr zu spielen. Und sie hat mitgemacht. Sie war eine vorzügliche Ritterin. Ich hätte sie gern kennengelernt. Ach, die... Die Amicia von Basilius quasi. Oder nee, wie hieß er jetzt? Ja, egal. Wie hat Magister Vendeur Amicia genannt? Ich sag immer Amicia, ich weiß nicht. Ich glaube, das war in der englischen Version, wurde Amicia gesagt und seitdem habe ich das irgendwie drin. Es tut mir leid. Wie hat Magister Vendeur Amicia genannt? Was war ihre Bezeichnung? Auf jeden Fall halt die Beschützerin von dem Träger der Makula. Was ist damit? Sie gehört einer Frau. Oh, Elia. Das ist ihr Zimmer, natürlich. Sie war seine Beschützerin. Ach, einfach Beschützerin. Beschützerin. Die Leibwache des Trägers. So wie ich für Hugo. Sie schien stark. Einfach nur Beschützerin, so wurde sie genannt. Ja, ich wusste nicht, ob noch ein richtiger Name dafür da war, genau. Aber... Das ist sehr schön, hier diese Parallelen dann jetzt zu sehen. Das haben sie sehr schön gemacht. Schwerter bin gespannt. Und Speere. Wow. Seht euch mal die Axt an. Ob die jemals benutzt wurden? Eher nicht. Der Träger sollte hier von der Welt abgeschirmt werden. Kostbare kleine Wesen. Auf jeden Fall war die Amicia von damals besser ausgerüstet. Seht mal, Axttafeln. Da ist was eingeritzt. Er hat sie gezeichnet. Und hier, ein Bild von den beiden. Er hat sie geliebt. Sie haben wohl viel Zeit zusammen verbracht. Genau wie wir. Das ist. Ich würde gerne die Bilder sehen. Ja. Sehen wir uns weiter um. Mist, ich würde gerne die Bilder von näher sehen irgendwie. Oh. Das ist verrückt. Kommt mir vor, als würde ich sie kennen. Als wäre Basil mein Freund. Ich weiß, was du meinst. Oh. Sieh mal. Ha, dieser Vogel wieder. Diese Form. Das ist. Das Ordenssymbol. Mhm. Der Phönix ist der Orden. So einfach. Tut mir leid. Aber nein. Darum ist es auf ihren Gemälden über dem Sohn abgebildet. Sie dachten, sie wären etwas Besseres als er. Er war ihnen egal. Das ändert nicht, warum wir hier sind. Bringen wir das erst zu Ende, ja? Dachten, er wäre was Besseres als er. Er war ihnen egal. Das kriege ich jetzt gerade nicht ganz zusammen. Also, dass sich der Orden über den Phönix stellte oder wie? Also über den Träger der Makula? Oder kriege ich jetzt gerade nicht ganz zusammen, ehrlich gesagt. Lass uns weiterschauen. Ich fass es nicht. Was ist das jetzt? Ein Alchemielabor. Mhm. Können wir wieder gehen? Aber das scheint doch genau das zu sein, was du suchst, oder? Ja, aber... Nein, du hast recht. Such nach allem, was zu einem Elixier oder Trank führen könnte. Bücher, Zeichnungen oder Rohmaterialien. Bin dabei. Ich fürchte, hier wurden blöde Experimente gemacht, oder? Mit Ketten und Fesseln am Tisch. Zugegeben nicht in Kindergröße. Dieser... Oh, ich weiß nicht einmal, wozu der gut ist. Komm, hier muss doch was sein. Da ist nicht viel.
Ein Phönix. Such nach einem Phönix. Jetzt bräuchten wir Lukas. Apropos, das ist total schade, dass Lukas jetzt hier nicht mehr am Start ist. Was haben Sie mit diesen Dingern gemacht? Gott, finde endlich was, bitte. Das ist alles Jahrhunderte alt. Was habe ich erwartet? Lea. Nein, was zur Hölle? Hey, leiser. Wir finden schon was. Oh, so ein Mist. Lukas wüsste es. Bestimmt. Hugo, das ist alles so nutzlos. Bitte, ich brauche irgendwas. Ich glaube, der Kleine braucht dich, Amicia. Ja. Ein Atanor. Nein, was da auch gekocht wurde, ist längst weg. Dieser Ort ist verrückt. Der Kleine braucht dich, ja. Er hat jetzt hier diesen Tisch gefunden und eventuell kommen da auch so indirekte Erinnerungen. Hey, stimmt was nicht? Sie haben ihm sicher wehgetan. Hey. Ich weiß, dass du dir das anders vorgestellt hast, aber... Nichts ändert sich, Amicia. Aber Elia ließ nicht zu, dass sie ihm wehtun, oder? Du hast Bourdon... Nein, ich wollte ihn aufhalten, aber... Ich weiß, du hast es versucht. Tut mir leid. Hey, kommt her, ihr beiden. Sophia, wo bist du? Oben. Wie bist du da hingekommen? Hinter den Vorhängen. Was? Ach da. Ja, Magister Bourdon war ja auch so, von wegen, jetzt haben wir denjenigen, der heilen kann und dann lassen wir ihn mal machen. Da, na los, Hugo. Ne? Was ist das? Keine Tür. Ist das eine Art Beobachtungsraum? Ich gehe erstmal da lang irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich müsste links. Wir schauen erstmal hier. Eine Art Beobachtungsraum. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Okay. Eine Art Beobachtungsraum, so nach dem Motto, wir... Oh, es scheint schon sehr widerlich. Und hier hinten wurde dann begutachtet, wie die Versuche da an ihm durchgeführt wurden wahrscheinlich. Die Bibliothek der Alchemisten. Offenbar haben sie das Kind von hier aus beobachtet. Wie in einem Käfig. Wow. Wir sind genau über dem Labortisch. Das ist falsch. Stell dir die Mistkerle vor, wie die ihn anstarren. Wir müssen wissen, was sie erfahren haben. Hab vielleicht eine Spur. Wird ein Elixier erwähnt? Nein, aber sie haben Dinge notiert. Was ist das? Deine Alchemisten notierten alles, was dem Träger zustieß. Geordnet nach Datum. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 541. 541? Was steht da? Seit dem Kloster hatte ich keinen Latein mehr, aber sie erwähnen Basilius. Und, Elia Dragas, seine Beschützerin. Das geschah alles schon mal. Sie waren wie wir. Was passierte dann? Der Orden trennte die Beschützerin von ihrem Träger. Sie wehrte sich und wurde festgenommen. In der Nähe eines runden Turmes. Sie brachten sie in eine Kapelle? Ja, Kapelle. In einer Festung. Und Basilius, wo war er? Das steht da nicht. Aber wir haben immerhin Hinweise. Eine Festung, ein runder Turm. Sie kam. Wären sie eher gekommen dann? Ja, wir hatten Glück. Schnell weg. Schon auffällig, ihr drei da oben. Dadurch? Riskant, aber das Wasser wird helfen. Dann los. Da
das Wasser? Okay. Hopp. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Irgendwie müssen wir da jetzt jedenfalls runter. Vorsicht, nicht fallen. Und da, ach so, nee, runter ist noch nicht. Runter ist später. Ach du je, das wird doch bröseln, oder? Wir werden es in der nächsten Folge sehen. Das ist alles gerade noch sehr skurril und sehr mit sehr vielen Rätseln beladen, aber man spürt schon, dass man der Lösung des Ganzen sehr nah auf der, ne, also an Fersen hängt. Ich bin gespannt. Irgendwie mutet das Ganze hier, der neue Orden, nenne ich es mal, jetzt noch nicht so grausam an oder irgendwie. Wir haben noch nichts Dunkles gefunden. Nur der alte Orden mit dem Träger der ersten Makula, ne? Andererseits ist es ja auch fast verständlich, dass versucht wird, diese zu heilen oder zu verstehen oder... Ah, ist alles sehr schwierig. Alles sehr, sehr schwierig. Ich finde es super spannend und wir erkunden das dann demnächst weiter. Bis dahin. Ciao.